Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind noch bei den Morkons. Wir müssen bis zum nächsten Tag warten. Wir können uns die Zeit mal damit vertreiben, mal runter hier in die Kneipe zu schauen. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Psst. Hast du ein paar Splitter für mich? Wofür brauchst du die? Ich habe einfach Durst. Meine Lungen sind voller Staub. Hier hast du welche. Danke. Das ist nett von dir. Jetzt sieht der Tag nicht mehr ganz so düster aus. Ja, da wird mich jeden Tag anschnorren. Macht aber nichts, ich will hier gar nicht so lange bleiben. Wieso hört sich das hier auch an, als würde man auf Metall laufen? Dabei sind es doch hier Holzplanken, oder? Seltsam. Wir reden später. Ja, aber ich leuchte den Leuten auch immer mitten ins Gesicht mit meiner Funzel. Vorsicht, unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ich habe gerade keine Zeit. Vlad. Kein Interesse. Woran? Das ist ja die super Kneipe hier. Und auch total viel los hier. Angeblich leben sie im Norden. Hast es an Batulga vorbeigeschafft, was? Willkommen im Keller. Dem einzigen Ort, wo nur der Alkohol zählt. Hier. Geht aufs Haus. Danke. Danke. Wenn sonst noch was sein darf, immer raus damit. Bei mir gibt's kein Spülwasser, nur edelste Tropfen aus den toten Händen unserer Feinde. Wird jeder von dir so zuvorkommend behandelt? Natürlich. Nicht nur meine Ware ist erstklassig, auch die Kundschaft. Ein Vorteil, den kaum einer meines Berufsstandes hat. Typen, die anschreiben, gibt's bei mir nicht. Dann war der Kerl am Eingang wohl die Ausnahme. Wieso? Weil er mich nach Splittern gefragt hat. Wieso sag ich ihm das? Ist das so? Das haben wir gleich. No. Denk einfach nicht drüber nach. Ich wollte es nicht. Das kriegt er aufs Maul, der arme Kerl. Mich interessiert das nicht. Angeblich leben sie im Norden. Bettelst du meine Gäste an? Nein, ich... Batulga wird wohl nachlässig. Mal sehen, was er mit dir anstellt, wenn er davon erfährt. Keine Splitter, kein Keller. Ich bin bald wieder flüssig. Versprochen. Grün und blau wirst du bald sein. Los, mach einen Abflug, du verdammter Parasit. Schnurrt der Penner hier die Leute an, ich fass es nicht. Das war jetzt aber echt fies. Ich kann mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich hatte da aber überhaupt keine Möglichkeit. Ach, kann ich jetzt eigentlich für irgendwas noch bei dem kaufen? Was du sagst, ich bin anderer Meinung. Sie musste sich auf den Typen einlassen. Was macht denn die Ratte da hinten? Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Ich hasse Bettler. Das Pack hat in meinem Keller nichts verloren. Aber was reg ich mich auf? Du willst sicher etwas kaufen, nicht wahr? Wie kommt es, dass ihr eine Kneipe habt? Ach so nennt ihr das da draußen. Für uns ist das nur der Keller. Aber um auf deine Frage antworten zu können, muss ich ein wenig ausholen. Wenn du etwas Zeit mitgebracht hast, erzähle ich dir die Hintergründe. Klar. Ich bin ganz Ohr. Ich habe den Keller von meinem Vater, Ravak hab ihn selig, geerbt. Und zu seiner Zeit war er den Resistenten immer ein Dorn im Auge. Als dann aber die Streitigkeiten zwischen ihnen und den Abwerbern größer wurden, fand ein Umdenken statt. Warum? Weil Alkohol mehr kann, als nur deine Birne aufzuweichen. Er lässt dich Schmerzen leichter ertragen. Und weiter?
Wie ich schon sagte, bei der Bestrafung durch die Resistenten spielt Schmerz eine zentrale Rolle. Du hast sicher schon von der Blutzisterne und den Peinigern gehört. Wenn nicht, sei froh. Jedenfalls ist nicht jeder Morgon, der vorgibt, Ravak zu dienen, so stark, dass er die Tortur ohne Betäubung wegsteckt. Das wissen auch die Resistenten. Darum drücken sie beim Alkohol ein Auge zu. Kennt man ja. Blut predigen, Wein saufen. Und das alles, damit sie ihr Gesicht wahren können und die Abwerber nicht auf die Barrikaden gehen. Verstehe, weiter. Ein Haufen Betrunkener ist ebenso gefährlich wie ein paar Aufwiegler. Also musste ein System her, damit beides sich die Waage hält. Bad Tulga. Ist das nicht schlecht fürs Geschäft? Nein. Er stellt sicher, dass nur Leute mit vollen Taschen den Keller betreten. Oder glaubst du ernsthaft, dass hier jemand sein Elixit behält, wenn er sich nicht zu wehren weiß? Mir ist es nur recht. Klar, hier und da rutscht mal einer durch. Aber ebenso schnell rutscht Bad Tulga dann die Hand aus. Können wir Informationen auch haben? Ich brauche Informationen. Dann bist du bei mir richtig. Nur, weißt du, ich bekomme immer so einen trockenen Mund vom Reden. Er säuft sein eigenes Zeug. Und ich kann mich ja nicht einfach so von meiner Ware bedienen. Sonst könnte ich ehrbare Leute wie dich nicht mehr bewirten. Du willst bezahlt werden. So sieht's aus. Jede Auskunft, die ich gebe, kostet. Aber jetzt mach kein langes Gesicht. Die erste gibt's umsonst. Was erzählt man sich in der Grotte? Ah, du bist an der hiesigen Gerüchteküche interessiert. Wie wäre es damit? Man munkelt, dass nicht alle Abwerber ihre Beute hierher zurückbringen. Und da nur wenige Resistente ihren heiligen Arsch vor das Tor bewegen, könnte da durchaus was dran sein. So eine kleine Wertanlage außerhalb ihrer Reichweite ist sicher nicht die schlechteste Idee. Du willst jetzt sicher wissen, warum dich das interessieren sollte. Nun, einer meiner Gäste hat vor kurzem den Tresen als Kopfkissen benutzt und hat im Delirium ein paar Dinge ausgeplaudert. Hier, ich habe mir alles notiert. Vielleicht ist das Ganze auch nur eine Luftnummer. Komme eh nicht dazu, mich draußen umzusehen. Gostas Wenn er Notizen das Versteck erhalten. In den Mutantenruinen gemeint hat, dann habe ich es bereits geplündert. Pech. Wenn du an weiteren Gerüchten interessiert bist, komm später wieder. Und wenn du bereit bist, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen, habe ich noch ein paar Leckerbissen für dich. Welcher Art? Informationen über Vlad und die Stimme Kahns zum Beispiel. Ich rate dir, die Splitter zu investieren. In Zeiten wie diesen sind Informationen alles, mein Freund. Ja, klar, warum nicht, ja? Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Mal gucken, wie teuer Denk das ist. Denk aber daran, vorher ein paar Splitter auf den Tisch zu legen. Sonst erfährst du gar nichts. Wo kann ich hier ein paar Splitter verdienen? Die Antwort steht vor dir. An der Theke wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Da hast du auch nichts verloren. Ich erkenne, wenn sich jemand aufs Kämpfen versteht. Deshalb lade ich dich ein, an meinen Wettkämpfen teilzunehmen. Alles, was du dafür brauchst, sind ein bisschen Muskelschmalz und Splitter für den Wetteinsatz. Und das soll legal sein? Natürlich. Schmerzen sind hier an der Tagesordnung. Da fallen die Kämpfe nicht weiter ins Gewicht. Und wenn dabei ein paar Splitter ihren Besitzer wechseln, muss das ja niemanden interessieren. Wettkämpfe macht er also. Gostas Wettkämpfe. Was können wir noch an Informationen holen? Was willst du wissen? Gehen wir nochmal 20 aus. Wer kann mir etwas beibringen?
Da gibt es durchaus mehrere Anlaufstellen. Was den Nahkampf angeht, würde ich mich mal mit Batulga unterhalten. Aber darauf wärst du auch allein gekommen. Die Alternative wäre Attila. Aber da musst du dich beeilen. Wer weiß, wie lange es der alte Zausel noch macht. Verfault sich ja schon in seiner Arena. Sloppy kann dir ein paar Takte über das Schürfen erzählen. Nur weiß ich nicht, wo der Faulpelz steckt. Ich hab ihn schon getroffen. Wenn du wissen willst, wie man draußen mehr als eine Stunde überlebt, könnte Vlad dein Mann sein. Zumindest vermute ich das. Aber im Grunde kann dir das alles auch egal sein. Wichtig ist nur, was ich dir zeigen kann. Ausrufezeichen und Punkt. Bei mir lernst du, wie man seine Haut teuer verkauft. Was bringen dir deine Muskeln, wenn du nichts einstecken kannst? So gesehen solltest du gleich jetzt deine Splitter bei mir investieren. Also er kann einem auch was beibringen. Eieiei. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Dann fragen wir doch mal nach Vlad. Was erzählt man sich über Vlad? Weißt du, nicht alle Ratten kriechen in unseren Gängen umher. Einige tummeln sich mitten unter uns. Vlad ist so eine Ratte. Nach außen hin tut er so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Aber in Wirklichkeit hängt er an Kahns Leine. Trau ihm nicht. Wenn er dich zu irgendetwas überreden will, sei gewarnt. Überleg dir zweimal, was du in seiner Gegenwart sagst. Okay, hat er uns vielleicht reingelegt? Was muss ich über die Stimme Kahns wissen? Dieser Kerl ist ein einziges Rätsel. Hat weder einen Namen noch eine eigene Meinung. Nicht einmal eine Vergangenheit. Es ist offensichtlich, dass da was faul ist. Du musst schon genauer werden. Man hat ihn schon des Öfteren gesehen, wie er einen Gegenstand in der Hand hält. Aber immer wenn jemand einen Blick darauf werfen wollte, hat er ihn schnell in der Tasche verschwinden lassen. Vielleicht ein Alt? Meiner bescheidenen Meinung nach lohnt es sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich verstehe etwas von diesen Dingen. Was hast du im Angebot? Sieh dich um. Ja, nichts Vernünftiges. Bring mir etwas bei. Umgehend. Was soll's sein? Lebenspunkte können wir nicht bekommen. Da haben wir auch zu wenig Konstitution, um den Rüstungsschutz zu erhöhen. Resistenzen können wir auch nicht weiter erhöhen. Die Gefangenen brauchen eine bessere Versorgung. Warum kommst du damit zu mir? Alexei ist für sie zuständig. Ich helfe ihm dabei, das nötige Elixier zusammenzubekommen. Den Weg zu mir hättest du dir sparen können. Ich habe nichts zu verschenken. Weder Waren noch Splitter. Kleiner Ratschlag. Am besten hörst du ganz damit auf, für ihn die Leute auszunehmen. Das ruiniert mir nur das Geschäft. Okay, der hilft nicht. Wer macht bei den Wettkämpfen mit? Nicht so schnell. Erst deinen Wetteinsatz. Ich soll wetten, bevor ich meinen Gegner kenne? Natürlich. Wo wäre sonst die Spannung? Sei unbesorgt. Sobald ich deinen Einsatz habe, gebe ich auch ein paar Details über deinen Gegner preis. Gib mir einfach Bescheid, wenn du loslegen willst. Ja, jetzt erstmal nicht. Ja, das sieht schlecht aus mit der Mission. Ich fürchte, da werden die Gefangenen verhungern. Ich hab zu tun. Ich kann gerade nicht. Ravak mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Na, du erinnerst mich an meine Kaya. Ja. Und deine Erlaubnis? Also... Nicht vorhanden.
war zu erwarten. Komm erst wieder, wenn Tengis sie dir erteilt hat. Ja, dann fragen wir doch nochmal. Aber ich glaube, der redet immer noch nicht mit mir, oder? Tengis? Eure Gefangenen verrotten in den Käfigen. Wer tot ist, muss nicht ernährt werden. Und das findest du in Ordnung? Als Vertreter der Resistenten sehe ich keinen Sinn darin, Ungläubige von unseren Idealen zu überzeugen. Und jetzt geh. Ich habe dir bereits gesagt, dass du erst dann mehr von meiner Zeit wert bist, wenn über deinen Aufenthalt entschieden wurde. Habe ich das vielleicht jetzt verschissen? Das könnte natürlich sein. Aber ist Vlad ein Verräter? Ah, ich weiß nicht. Da müssen wir was bezahlen. Wer weiß, ob das so gut kommt. Hinterher gefällt es denen nicht. Da sind wir noch zu früh, wenn man da wieder hingehen würde. Hier noch irgendjemand Interessanten? Wo war denn der andere? Irgendwo hinten. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ivan, kannst du uns helfen? Lass uns handeln. Sicher doch. Später vielleicht. Was heißt denn da vielleicht? Der redet ja nicht mit uns, ne? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ah, der ist ganz schön nervig, der Typ. Was macht der? Ich glaube, die waren hier an der letzten Stelle, war der, oder? Bin gerade mit dem Kopf woanders. Hier ist Lobby. Sprich mich nicht an. Der könnte einem doch was beibringen, hat's geheißen. Unglaublich. Wen könnten wir jetzt noch fragen? Geh mal wieder hoch. Dann schauen wir mal, mit wem können wir hier noch reden? Da hinten war ja die Arena. Ich habe wirklich so gut wie keine Zeit. Alexei braucht regelmäßig Splitter für die Gefangenen. Warum werben er und seine Männer überhaupt noch Außenweltler ab? Hier werden sie sowieso nicht glücklich. Nicht, solange es Resistente gibt. Du hilfst also nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt aufzeigen. Wenn ich ihre Situation verbessern kann, will ich das tun. Alexei kann auf meine Unterstützung zählen. Ja, danke, Venja.
Wen können wir hier noch fragen? Ich. Nicht. Leben in Stillstand. Waffen, Munition, was immer gebraucht wird, alles vorrätig. Zeig mir deine Waren. Nein. Nein? Fremde bekommen bei mir nichts. Den Waffenfraß kriegt ja keiner mehr runter. Beschwer dich nicht. Du verdienst doch genug an uns. Und die Gefangenen haben nichts. Alexei braucht Elixit, um die Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. Bei Ravak. Ich war noch nie ein Freund davon, dass wir unsere Neuzugänge wie Kreaturen halten. Aber ich bin zu alt, um zu glauben, ich könnte etwas daran ändern. Das nicht, aber deine Splitter würden ihre Situation verbessern. Weißt du was? Du hast recht. In meinem Alter verlieren Splitter ihre Bedeutung. Sollen die Gefangenen von ihnen profitieren? Danke. Okay, da haben wir noch einen. Sollen wir mal so einen Arena-Kampf machen? Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss bald mit Venya sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihren Nutzen angeht. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. So gut wie erledigt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elixit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Unterrichtest du deine Kämpfer auch? In der Praxis ist mir das nicht möglich. Ich würde einen erbärmlichen Gegner abgeben. Aber einen Ratschlag kann ich dir schon noch erteilen. Das wird reichen. Gut, dann steht dem nichts im Wege. Ich will von dir lernen. Dann spitz die Ohren, Junge. Ja, ich will eigentlich gar nichts lernen. Ich wollte nur mal gucken, was der alles kann. Hm, Tiertrophäen, das sind mir zu schlecht. Das haben wir schon mal gelernt. Nahkampf könnten wir verbessern, aber heben wir uns doch mal die Lernpunkte noch ein bisschen auf. Das ist ja interessant, der Kopf da oben. Was wollten wir jetzt für den? Das ist alles abgeschlossen. Karakis. Gosta hat mir angeboten, an seinen Wettkämpfen teilzunehmen. Wenn ich meinen Herausforderer besiege, erhalte ich von ihm meinen doppelten Wetteinsatz zurück. Ich habe mich bereit erklärt, für Dixon den Postboten zu spielen. Ich soll ihn in einem Tag noch einmal aufsuchen, dann übergibt er mir die Lieferung. Splitter für die Gefangenen. Dixon spendet. Botulga wird nichts spenden. Gosta wird nichts spenden. Venya spendet. Attila spendet. Attilas Prüfung. Der Außenwelt. Attila leitet die Kämpfe gegen die Kreaturen der Außenwelt. Bevor ich mich jedoch dieser Herausforderung stellen kann, muss ich warten, bis die Kreaturenfänger mit ihrer Beute zurückgekehrt sind. Ich sollte mich bei Venya informieren, ob ich ihre Rückkehr beschleunigen kann. Da soll ich Dixon, das sagen wir ihm dann später, rekrutieren. Es geht um dich. Nicht um ihn. Selbst wenn ich wollte, ist sein Wort bindend. Er muss nichts davon erfahren. Er erfährt alles.
Immer. Ich werde nicht ohne Splitter gehen. Dann kannst du lange warten. Tja. Und schon geht er, ohne Splitter. Gehen wir doch gleich nochmal zurück und fragen, wie das mit den Viechern ist. Wo ist sie denn? Ah, hier hinten. Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten ist eine Sache, aber lebend gefangen nehmen etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Ja, vielleicht können wir ihr irgendwie helfen. Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm. Ja, ist was passiert? Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch. Schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Wegen der Kreaturenfänger. Das können wir jetzt machen. Ja? Also, wieso nicht? Allerdings, wenn es ihr da so schlecht geht, wieso haut sie nicht einfach ab? Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Ja. Du bist kein Morkon. Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen. Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Wer sind die anderen? Blutjunge Anfänger. Gut möglich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Deswegen übernehme ich sie. Du wirst mit Ilkas Trupp leichtes Spiel haben. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen, muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. Ja, kein Problem, aber wir dürfen hier noch gar nicht raus, weil wir erst mit dem Khan am nächsten Tag reden müssen. In welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Caracas. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Das stimmt, zu einem sind wir schon begegnet und das war recht anstrengend. So, dann haben wir hier also auch schon nachgefragt.
ob wir sie nochmal unterbrechen dürfen. Ich speichere mal und probiere es mal. Wir sind die auserwählten Ravaks. Wir sind seine Peiniger und seine Gepeinigten, seine Friedensbringer und seine Engel des Untergangs. Wir sorgen wieder für den Stillstand, die Ruhe und den Frieden. Gelobt sei Ravak. Na, ich glaube, da stecken wir lieber nicht unsere Hand rein. Da werden wir wohl einen Haufen Leben verlieren. Aber ich weiß nicht, darf ich sie unterbrechen? Alexei hat Probleme, die Gefangenen zu versorgen. Er irrt, wenn er auf Ravaks Gnade hofft. Seine Schützlinge taugen nur als Blutopfer. Verschwende keinen Gedanken an ihre Rettung. Ihr Fleisch ist verdorben. Also versündige dich nicht, indem du dich mit seinem Vorhaben gemein machst. Alles, was er braucht, sind ein paar Splitter. Mildtätigkeit und Nächstenliebe. Ugh, widerwärtig. Was Alexei in Anspruch nimmt, steht nur Ravak zu. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deinen Zehnt schon entrichtet hast. Naja, komm, 100 Splitter, drücken wir mal ab. Hier, das sollte reichen. Deine Gabe wird nicht vergessen sein. Ravak segnet jene, die ihm untertan sind. Dein Stahl wird reiche Ernte halten. Aber jetzt widme dich wieder deinen Angelegenheiten. Was? Sie haben mir jetzt nur Splitter abgenommen? Jetzt habe ich ja noch weniger als vorher. Und sie spendet nichts. Eieieiei. Müssen wir die jetzt doch plündern? Sorry, tut mir echt leid. Ah, das haben wir uns jetzt zurückholen müssen. Hat mir nur Verlust gemacht hier. Moment, von hier kamen wir. Es ist noch ein bisschen unübersichtlich. Hier vorne war der Eingang. Dann reden wir mal mit den Zweien. Die Gefangenen verhungern. Was glaubst du, wie egal mir das ist? Eine Schande, dass wir diese Ketzer überhaupt in unser Reich lassen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, der spendet wohl nichts. Alexei braucht Elixit. Was erzählst du da? Ich kenne Alexei. Der würde sich nie bereichern. Die Splitter gehen auch für die Gefangenen drauf, nicht für ihn. Ach, jetzt verstehe ich. Ich werde ihm einen Teil meiner Splitter zukommen lassen. Es ist nicht viel, aber es macht mich auch nicht ärmer. Danke. Abgeschlossen, Spendeneintreiber. Okay, die restlichen brauchen wir gar nicht fragen. Victor. Ob sie mittlerweile Zeit hat? Ich muss arbeiten. Wenn du was von mir willst, komm heute Abend wieder, wenn ich Feierabend habe. Da müssen wir wohl noch ein bisschen drauf warten, dass sie Feierabend hat. Aber ich glaube, wir machen jetzt mal Feierabend für jetzt. Machen wir an dieser Stelle also lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.